G wie Grosch. Puh, endlich hast du den Witz verstanden. Das hat aber lang gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Das kennt ihr bestimmt auch. Wenn jemand richtig lange braucht, bis er einen Witz versteht oder eine Sache verstanden hat, dann sagt man auch, der Groschen ist gefallen. Ein Groschen ist eine Münze, mit der man noch heute in Polen bezahlt. Grosch eben. Dieses deutsche Wort wird in Deutschland nicht mehr benutzt, weil man inzwischen mit Euro zahlt. Davor war der Groschen eine 10-Pfennig-Münze und 100 Pfennig waren eine D-Mark wert. Die benötigte man früher zum Telefonieren in öffentlichen Telefonzellen zum Beispiel. Wenn der Groschen fiel, war die Leitung mit dem Gesprächsteilnehmer verbunden. Aber auch im Zeitalter von Handy und Co. ist das Wort noch in der Sprache lebendig. Wenn man denkt, dass etwas von schlechter Qualität ist, sagt man, etwas ist kein Groschen wert. Manche Leute halten ihre Groschen zusammen, sprich, sie sparen Geld. Grosch, du Groscha, a benzie kokosza, sagt man ja auch im Polnischen. Berühmt ist auch die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Nicht so berühmt wurden die Autoren von Groschenheften. Groschenheften sind kurze Romane, für die man früher nur ein paar Groschen zahlen musste. Weltliteratur war das natürlich nicht. Und ist der Groschen nun auch bei euch gefallen?